Herr Wallner, wie haben Sie die Rede vom Präsidenten der Industriellen Vereinigung empfunden und was ist Ihr Standpunkt diesbezüglich? Ja, es ist ja eigentlich so, dass der Präsident der Industriellen Vereinigung dafür bekannt ist, dass er sehr klare und deutliche Worte findet. Das hat er auch heute gemacht. Er hat sicher sehr starke Kritik an der Bundespolitik geübt und eine Budgetkonsolidierung eingemahnt. Natürlich auch darauf hingewiesen, welche Wachstumserwartungen die Wirtschaft überhaupt haben kann im kommenden Jahr. Auf die Bedeutung des Wirtschafts- und Industriestandortes hingewiesen. In dem Sinne hat er in vielen Punkten natürlich recht und er hat es auch sehr deutlich gesagt, keine Frage. Und was ist Ihr Rückblick und Ausblick auf das vergangene Jahr und auf das kommende Jahr 2012? Ja, wir hatten Gott sei Dank im vergangenen Jahr in Vorarlberg ein sehr gutes Wirtschaftsjahr. Das kann man sehr positiv rückblickend beurteilen. Das ist vor allem ein Verdienst der Unternehmer und der Arbeitnehmer im Land Vorarlberg. Im kommenden Jahr sind die Aussichten ein wenig eingetrübt, auch wenn keine Rezession sichtbar ist, aber doch gehen die Wachstumsprognosen etwas zurück. Ich hoffe dennoch, dass sich die Vorarlberger Industrie vor allem, aber auch die vielen kleinen und mittleren Unternehmen in dem doch rauer werdenden Wind des internationalen Wettbewerbs gut behaupten können. Die Wachstumsprognosen sind etwas nach unten gegangen, aber ich bin immer noch guter Hoffnung.